Ja, ihr seht schon, ich habe Besuch. Stell dich kurz vor. Hi, ich bin Dominik von Bullhorn Barbecue. Und Tobias und ich haben heute das Glück, dass wir zusammen ein paar schöne Sachen machen dürfen. Und da freue ich mich tierisch drauf. Aber da wird Tobias ein bisschen mehr zu erzählen. Eins von diesen Sachen ist ein Asche-Aged von ihm, selbst gereiftes Steak. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Und ich habe dazu ein Pesto gemacht. Wie das Ganze funktioniert und was wir da für Zutaten benutzt haben, das seht ihr jetzt. Bevor es allerdings zum Steak kommt, brauchen wir, ja, ich sage jetzt mal ein Pesto. Dafür brauchen wir getrocknete Tomaten, ein bisschen finnischer Salz. Dann habe ich hier jetzt Schnittlauch liegen. Im Hintergrund seht ihr ja im Prinzip die halbe Menge oder ja, ich sage jetzt mal ein Drittel von dem Rucola, was wir eigentlich generell brauchen, im Knoblauch und ganz im Hintergrund ein Olivenöl. Und damit geht es jetzt erstmal weiter. Getrockneten Tomaten sind schon mal drin. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen was rein. Und dann zerkleinern wir ja, die getrockneten Tomaten und den Knoblauch erstmal rein. Hier sei nochmal kurz gesagt, für das komplette Rezept oder Rezeptangaben schaut einfach auf tobiasgrill.de nach. Da findet ihr die kompletten Mengenangaben. Ich zerkleinere das jetzt erstmal, bevor es zum nächsten Schritt kommt. Ich habe jetzt den Rucola mit reingemacht und den Schnittlauch. Da kommt jetzt eine ordentliche Menge an Olivenöl rein. Das ist natürlich jetzt nicht die gesamte Menge, aber ich möchte euch das einmal kurz zeigen. Wie gesagt, alles drin, Olivenöl drauf und dann jetzt wieder alles zerkleinern. Das mache ich mit der gesamten Menge und dann sehen wir uns gleich wieder. Sofern dann schon so eine kleine Masse vorhanden ist, nehmt ihr euch ein bisschen Salz, in dem Fall das finnische Salz, schüttet ein bisschen rein und da könnt ihr nach eigenem Gusto vorangehen, auch wieder zerkleinern. Wie gesagt, das mache ich jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Nachdem dann alles fertig ist, könnt ihr das alles komplett in so ein Glas einfüllen. In dem Glas selbst hält es sich, ich sage jetzt mal, maximal 14 Tage, aber so lange hält es ja nicht so bei uns heute, oder beziehungsweise ein Teil davon. Denn das gibt es jetzt gleich schon zum Steak. Ja, und zum Steak selbst sagt euch Dominik jetzt gleich was. Ja, hier haben wir das gute Stück. Dominik steht auch schon da. Erzähl mal ein bisschen, grüß was euch. Hast du gemacht? Ja, ich hatte mit Yobeef eine Kooperation und habe von denen freundlicherweise das Fleisch gestellt gekriegt. Das ist von einer Simmentaler Ferse. Ja. Die war zum Schlachtdatum 30 Monate alt. Ja. Und ich habe das jetzt 60 Tage lang in Asche gereift. Ich habe mich mit dem Thema Reifen so ein bisschen mit den verschiedenen Reifenmethoden auseinandergesetzt. Ja. Und wollte mal gucken, ob das auch für den Handelsgebrauch zu Hause realisierbar ist. Und das ist jetzt eins der Probestücke, die wir dafür vorbereitet haben. Ja. Und das lag jetzt, wie gesagt, 60 Tage in einer Mischung aus Asche, Kohle und ein bisschen Zusatzstoffen. Ja. Und nach dem Aufschneiden sehen wir halt mehr, ob das so funktioniert hat, wie wir uns das vorstellen. Ja. Und nachher ähnliches Geschmacksergebnis herauskommt oder ein ganz anderes als beim Dry-Agen. Ja. Damit man dann mal eine Vergleichsmöglichkeit dazu hat und sehen kann, okay, ist das auch ein Reifeverfahren für mich, was für mich interessant sein könnte. Also vom Geruch her, das müsst ihr euch jetzt schon vorstellen, das ist mega nussig und riecht halt extremst cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Schneiden ist ein gutes Stichwort, das heißt, wir gehen jetzt einmal am Tisch und du schneidest dann hinten einmal kurz auf, oder? Genau. Okay, dann sehen wir uns am Tisch wieder. So, Dominik selbst schneidet das jetzt hinten so ein bisschen an. Ihr hört das jetzt auch schon, er ist schon am Knochen. Und wir schneiden das jetzt erstmal zu Ende und dann gucken wir uns gleich mal die Marmorierung von innen an. So einmal durch hinten durchgesägt und jetzt parieren wir das Ganze am Knochen lang. Und wenn ihr das riechen könntet, das ist der Wahnsinn. Wir parieren das jetzt erstmal vom Knochen ab hier und dann geht es gleich am Grill weiter. Damit ist das gute Stückchen liegen und wenn ihr die Marmorierung seht, das ist der Wahnsinn. Ich bin ja ein Vorhersalzer, das heißt, ich nehme jetzt halt ein bisschen Salz zur Hand. Ich salze das schon mal. Den Grill habe ich jetzt auf starke, direkte Hitze vorbereitet. Und an diesem sehen wir uns dann gleich wieder. Wie gesagt, der Grill ist jetzt auf starke, direkte Hitze vorbereitet. Kurz anheben. Ich grill das Ganze jetzt auf Monolith. Ein bisschen Luft reinlassen. Da hinten sind schon die Flammen. Und da werde ich das Ganze jetzt ganz normal angrillen. Das heißt pro Seite circa 3 Minuten. Und dann hole ich euch gleich nochmal hinzu. Ich habe es jetzt einmal umgedreht. Drehe ich das Ganze hier drüber. Flammenbildung in dem Fall ist jetzt leider normal. Grill ich jetzt auf der Seite nochmal weiter und bereite dann den Grill auf den indirekten Bereich vor.
So, der Grill ist jetzt auf indirekte Hitze vorbereitet. Da legen wir jetzt das Steak drauf, schließen den Deckel und lassen das jetzt auf, ja, auf Temperatur ziehen. Also ich mag so bei 52, 53 Grad. Schließe das hier oben einmal halb und dann hole ich euch gleich nochmal hinzu, wenn es fertig ist. So, Steak ist jetzt auch schon fertig. Ein bisschen Luft reinlassen. Da haben wir es. Ich nehme es jetzt runter und ja, dann heißt es anschneiden. So, ordentlich geruht und jetzt schneidet das Dominik auch mit an. Wenn ihr das alleine riechen könntet, das ist der Wahnsinn. Werden jetzt ein paar Tranchen von runtergeschnitten. Schaut euch mal den inneren Bereich an. Dann gibt es noch ein Tellerbild. Ja, und dann würde ich sagen, ist das Usher Age Steak auch schon fertig. Ja, ihr habt es gesehen, ist richtig, richtig genial geworden. Und was meinst du? Also ich habe bei dem Reifeprozess jetzt gehofft, dass es gut wird, aber ja, dass es so gut wird, habe ich nicht erwartet und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr positiv davon überrascht. Ja. Und für mich war es, wie man so schön sagt, eine ziemliche Geschmacksexplosion. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, Dry Age habe ich auch schon zuhauf gegessen und das ist alleine schon ein Geschmackserlebnis, aber das hat nochmal wirklich on top halt wirklich alles gegeben. Probiert das mal wirklich aus. Kommen wir zum Ende zu dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Habt ihr es noch nicht getan, könnt ihr es abonnieren, mein Kanal, und zwar da unten in der unteren Ecke. Da verlinke ich euch auch den Dominik von Bullhorn Barbecue. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte oder genau dieses Rezept, schaut einfach auf tobiasgrillt.de nach. Bis dahin. Ciao.